Wir sind jetzt am Stand von der BOKU Wien, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Was kann man sich da konkret darunter vorstellen? Schwierig, es gibt mehrere Bereiche. Also es gibt eben den konstruktiven Bereich, so den konstruktiven Ingenieurbau oder auch die Geotechnik. Es gibt das ganze Wasserzeug, konstruktiver Wasserbau zum Beispiel, wie baue ich jetzt ein Kraftwerk richtig, aber auch wie mache ich einen Fluss wieder so, dass er so ist wie früher, also Flussrenaturierung, weil die Flüsse sind ja früher total begradigt worden und jetzt, dass sie wieder eher so Kurven und so Schlängel, so Meander nennt man das auch. Das ist halt das Extreme, wie man es von einem Amazonas oder irgend sowas, von so große Flüsse kennt, dass man das wieder so eher rückbaut. Das klingt jetzt teilweise recht technisch. Ist es sehr kompliziert oder? Ich komme von einer HTL, von dem her tue ich mir recht einfach, aber ich würde sagen, es ist schon ein technisches Studium, aber es ist auf jeden Fall machbar. Also man kann sich da recht gut einfinden und bei uns ist halt auch das Konkurrenzdenken einfach nicht da. Dadurch hilft man sich einfach gegenseitig recht gut und ist eigentlich überhaupt kein Problem nicht. Welche Voraussetzungen sollte man für das Studium mitbringen? Interesse an Naturwissenschaften und auch an planerischen Aspekten, also einfach Technik. Und dann passt es meistens. Wir stehen jetzt hier vor einem sehr interessant wirkenden Modell. Könnt ihr das genauer erklären? Ja, prinzipiell ist das so ein bisschen die Grundlage auch von Wasserwirtschaft, ein Teil von unserem Studium. Also wir haben schon im zweiten Semester Hydraulik und Hydromechanik und da lernen wir sowas, was da vorkommt. Also das speziell jetzt, diese Welle, die man da sieht, das ist der Wechselsprung. Das ist jetzt der Übergang von schießenden zu strömenden Abflussverhältnissen. Und da ist, bei diesem Wechselsprung wird Energie frei. Und was wir auch noch darstellen wollen, man sieht es besser, wenn man von unten reinschaut, da ist ein Flügel, der dreht sich. Mit dem Flügel kann man messen, wie schnell die Fließgeschwindigkeit in einem System ist. Also da wird mit dem Gerät, also das kann man einschalten und der zählt dann einfach in einem gewissen Intervall die Umdrehungen, die dieser Flügel macht in dieser Zeit und das kann man in diese Formel einsetzen, die wir da geschrieben haben. A und B sind da Konstanten und N ist die Anzahl, die mir eben dieses Gerät ausgibt, wie viele Umdrehungen der Kopf hat. Dadurch kann ich jetzt auf die Fließgeschwindigkeit rechnen und die weiß in dem Fall jetzt, natürlich sind es ideale Verhältnisse, aber in dem Fall weiß ich auch, was ist jetzt die Querschnittsfläche und über Fließgeschwindigkeit mit der Fläche kann ich auf den Durchfluss rechnen. Das heißt, ich kann einfach mit so einer Flügelmessung meistens auf den Durchfluss schließen, der in dem Fluss oder in dem System herrscht. Was wir auch noch haben, ist Kontinuität. Also wir pumpen das halt immer wieder durch und das ist zudem jetzt, also zu jedem Zeitpunkt ist da gleich viel Durchfluss wie da und da. Der einzige Unterschied ist, dass wir da, die Geschwindigkeit ist sehr gering da, dafür haben wir sehr viel Höhe und da ist die Geschwindigkeit sehr schnell, dafür ist da sehr wenig Höhe. Das heißt, es ist wirklich in jeder Sekunde, wo man drauf schaut, sollte da, da und da gleich viel Durchfluss sein. Wofür ist der Durchfluss wichtig? Zum Beispiel, wenn ihr ein Kraftwerk planen, wie viel Wasser kommt daher, wie viel Wasser muss ich im Bach zurücklassen, dass die ganzen Lebewesen drinnen noch leben können. Oder auch, wenn ich jetzt eine Kläranlage baue und dann leite ich das ja am Ende vom Zyklus, leite ich das wieder in den Fluss ein, kann der Bach mit dem Volumen, mit dem Durchfluss, der das hat, kann der das, wie weit muss ich das behandeln? Kann der das aufnehmen, was da reinkommt? Ist das okay? Ja, genau. Nein, nicht nur die Menge, sondern auch, was vielleicht nur ein Restorganik übrig ist, was an Mikroorganismen ein bisschen mit ausgeschwemmt wird. Ist das okay für den Bach?